Ab jetzt wird nur noch nach rechts geneigt abgenommen. Jetzt haben wir, wir müssen jetzt hier erstmal 3 rechts stricken, dann rechts geneigt abnehmen. Eine abheben, stricken, drüber ziehen. Dann kommen 4. 1, 2, 3, 4. Wieder abheben, stricken, drüber ziehen. 1, 2, 3, 4, abheben, stricken, drüber ziehen. Und das geht jetzt die ganze Runde so weiter. Immer 4 dazwischen. 1, 2, 3, 4. Abheben, stricken, abgehobene drüber ziehen. Jetzt muss ich hier erstmal alles befreien, dass ich hier weiter stricken kann. So, wieder 4. Na, 1, 2, 3, 4. Und wieder. Ja, das ist der ganze Budenzauber dieser Runde. Dann werden, ich glaube, wieder 4 oder 5 Runden ohne Abnahmen gestrickt. Mal gucken hier. So. Und dann geht es mit Abnahmen weiter. Allerdings werden jetzt auch dann die Abnahmestellen, also die von einer Abnahmestelle, die Abstände zwischen den Abnahmestellen, so wollte ich sagen, werden natürlich jetzt auch dann kürzer, ne? Denn wir formen jetzt den Hals, ne? Und am Ende braucht ihr für den Hals, um dann das Bündchen zu stricken, 90 Maschen auf der Nadel. Und wer sich fragt, warum hat die Alte eigentlich am zwischen den, also am Armloch, als ich die Ärmel zusammengefügt habe zum, mit dem Körper zusammen, keine Maschen angeschlungen, das brauche ich bei der Wolle nicht. Die Wolle ist so dehnbar, das reicht vollkommen, wenn ich da die Ärmel einfach mit anstricke, mit verbinde.
Ach ja, wenn man so im Flow ist, ne? So, das dazu. Dann sehen wir uns wieder, wenn es zur nächsten Abnahmerunde geht. Bis dann.